Jedes Mal wieder ein Wunder. Ein Mensch entsteht. Diese eindrucksvollen Aufnahmen, die in Filmen und Bildbänden um die Welt gingen, verdanken wir einem schwedischen Fotografen. Lennart Nilsson verfolgt seit über 60 Jahren ein Ziel. Mit Spezialmikroskopen und maßgeschneiderten Optiken möchte er das geheimnisvolle Universum des menschlichen Körpers erkunden und in Bildern festhalten. Jetzt hat er sich ein neues Ziel gesetzt. Er will in die allerkleinsten Bausteine unseres Körpers vordringen und nie gesehene Fotos aus dem Inneren menschlicher Zellen schießen. Lebende Zellen. Einige teilen sich gerade, andere sterben. Da muss man einfach genauer hinschauen. Lennart Nilsson lebt in Stockholm. Sein Entdeckungsdrang fließt nicht nur in seine Arbeit, auch seine Familienangehörigen werden damit von klein auf konfrontiert. Nimm ihn mal ganz vorsichtig in die Hand. Ja, so ist gut. Genau so hast du auch mal ausgesehen, als du noch im Bauch deiner Mama warst. Da warst du noch ganz klein, vielleicht 10 Wochen. Ungefähr, was ich will sagen, 10 Wochen gammal. Du warst so liten som masken und rörde dich, verstår du? Und dann bist du gewachsen und gewachsen. Und als du dann ungefähr so groß warst, bist du aus dem Bauch herausgekommen. Ich habe immer versucht, Geschichten zu erzählen über das, was passiert. Und immer in Bildern. Zum Beispiel über die Eizelle, die größte Zelle in unserem Körper. Sie nistet sich ein, liegt ganz ruhig da und dann plötzlich fängt sie an, sich zu bewegen. Und noch ein wenig später beginnt sie, sich langsam zu drehen. Quasi der erste Tanz des Lebens. Und das alles ausgelöst von ein paar winzig kleinen Spermien. Lennart Nilsson hat festgehalten, wie sich das Leben Schritt für Schritt entwickelt. Zunächst erinnert der Embryo nur wenig an einen Menschen. Dann erscheinen mehr und mehr unsere charakteristischen Züge. Die Arme beginnen zu wachsen, dann die Beine. Hände und Füße entstehen. Der Embryo wird zum Fötus, beginnt zu greifen und zu treten, als würde er schon für das Leben draußen üben. Dann ist es irgendwann Zeit, hinaus ins richtige Leben zu treten. Wow, du gehst rund, Zeit. Nilssons Enkelin Rebecca ist 6 Jahre alt. Wir kommen wunderbar miteinander aus. Wir machen viel Unsinn zusammen. Sie bekommt schon eine Menge mit. Und ich kann ihr sogar schon kleine Rätsel stellen. Dass das ganze Leben irgendwann hier im Wasser entstanden sein soll, kann Rebecca allerdings doch nicht so ganz glauben. Lennart Nilsson gilt seit über 5 Jahrzehnten als Pionier auf dem Gebiet der Mikrofotografie. Seit jeher nutzt er dafür spezielle Mikroskope, häufig Prototypen, die die Hersteller von ihm testen lassen. Er hat ein ganzes Arsenal von Spezialoptiken selbst entwickelt.
Oft handelt es sich dabei um medizinische Instrumente, zum Beispiel Endoskope, die normalerweise für Operationen eingesetzt werden. Sie ermöglichen völlig neue Blickwinkel auf alltägliche Dinge und Situationen. Ungewöhnliche Blicke auf den menschlichen Körper. Und vor allem in den Körper hinein. Die verborgensten Winkel werden sichtbar, wie die feinen Gehörzellen im Innenohr. Auf der Basis solcher Bilder erstellte Animationen machen viele Funktionen unseres Körpers besser verständlich. Mit 86 Jahren hat sich Lennart Nilsson nun noch einmal ein neues Ziel gesetzt. Er möchte noch viel tiefer in die Mikrowelt unseres Körpers eintauchen, bis in seine kleinsten Bausteine, die einzelnen Zellen. Wie funktioniert das Zusammenspiel in diesem Wunderwerk des Lebens und wodurch gerät es aus dem Tritt? Nilsson will dieses Projekt gemeinsam mit Wissenschaftlern des renommierten Karolinska-Instituts in Stockholm durchführen, mit denen er schon bei früheren Projekten zusammengearbeitet hat. Auch diesmal erhoffen sich die Forscher von Nilssons Bildern neue Einsichten und ein besseres Verständnis von Vorgängen, von denen sie zwar wissen, dass es sie geben muss, die sie aber nie wirklich gesehen haben. Lennart hat immer an der vordersten Front der Technik gestanden und manchmal war er sogar ein Stück weiter. Er möchte immer der Erste sein, der etwas sieht, dadurch hat er immer wieder völlig neue Wege beschritten. Was seine Fototechnik und auch die Interpretation der Bilder angeht, ist er allen Wissenschaftlern hier am Karolinska-Institut weit voraus. Das Universum innerhalb einer menschlichen Zelle ist extrem klein, selbst für einen erfahrenen Mikrofotografen wie Lennart Nilsson. Neben seinem eigenen Elektronenmikroskop will er daher nun auch die allerneuesten Geräte am Karolinska-Institut nutzen. Im Team machen sich Forscher und Fotograf daran, die aufgenommenen Bilder zu interpretieren. Dieses Mikroskop ist eines der größten der Welt. Es schafft eine millionenfache Vergrößerung und das auch noch sehr, sehr scharf. Wie alle Elektronenmikroskope liefert es zunächst mal nur ein schwarz-weißes Bild. Nachträglich am Computer eingefärbt, lassen sich die verschiedenen Strukturen besser unterscheiden. Am Projekt beteiligt ist auch Zellforscher Bob Weinberg aus Boston. Der menschliche Körper ist schon eine Gesellschaft für sich. Aber wenn man noch genauer hinschaut, stellt man fest, es gibt etwa 30 Billionen Zellen in unserem Körper. Und in jeder von ihnen spielt sich ein komplexes Leben wie in einer Gesellschaft ab. Dies ist ein Querschnitt durch eine der Billionen Zellen, die unseren Körper bilden. Es gibt zwar über 100 verschiedene Zelltypen, aber alle sind grundsätzlich gleich aufgebaut. Um den hier gelb eingefärbten Zellkern gruppieren sich verschiedene kleine Zellorgane, rot und blau. Sie sind eingebettet in ein dichtes Netzwerk von Kommunikations- und Transportsystemen. Die Zelle hat erstaunliche Ähnlichkeiten mit einer Stadt. Die gleiche Infrastruktur, die gleichen Bedürfnisse und Funktionen, nur alles sehr, sehr viel kleiner. Die Zelle hat Fabriken für alle möglichen Produkte. Eine richtige Mikroindustrie, in der winzige Roboter alle möglichen Dinge produzieren. In der Zelle gibt es Müllcontainer, wo sie ihren Abfall loswerden.
Wie auf dem Recyclinghof wird dabei alles Brauchbare wiederverwertet. Die Zelle exportiert kontinuierlich Proteine in andere Teile des Körpers. Sie importiert Stoffe, die von woanders kommen. Sie steht ständig aktiv im Kontakt mit vielen anderen Zellen. Jede einzelne Zelle selbst ist eigentlich ein kleiner lebender Organismus. Und so stellen sich Wissenschaftler heute das Leben in einer Zelle vor, rekonstruiert im Computer. Alle Produkte, die irgendwo hingebracht werden müssen, werden in kugelförmige Container verstaut. Millionen schneller Lieferanten, wie Motorproteine, bringen sie auf weit verzweigten Transportwegen dorthin, wo sie gebraucht werden. Insgesamt tummeln sich in einer einzigen Zelle über 100 Millionen Moleküle, mehr als London, New York und Tokio zusammen Einwohner haben. Autobahnen führen in alle Richtungen. Ständig herrscht auf ihnen dichter Verkehr, Rush-Hour rund um die Uhr. Große, ballonförmige Kraftwerke laufen Tag und Nacht unter Höchstlast. Ständig werden neue Straßen angelegt, wenn neue Regionen ans Verkehrsnetz angeschlossen werden müssen. In der Mitte liegt diese gigantische Halle, der Kern, das Rathaus der Zelle, in der alle Instruktionen für ihren ordnungsgemäßen Betrieb verwahrt werden. Der Kern steht über Tore mit dem Rest der Zelle in ständigem Austausch. Hier werden kontinuierlich Bauanleitungen und andere Anweisungen ausgegeben. Drinnen lagern gigantische Informationsmengen, aufgewickelt zu langen Strängen. Eifrige Bibliothekare sind ständig damit beschäftigt, sie abzulesen und Kopien der Pläne nach draußen zu schicken. Dieses geschäftige Treiben findet auf einer Fläche von wenigen Hundertstel Millimetern statt. Billionen solcher Mikrometropolen bilden zusammen den menschlichen Körper. So stellen sich Forscher die Welt der Zelle in der Computeranimation vor. Lennart Nilsson will wissen, wie nah diese Animationen der Wirklichkeit kommen. Mit dem Elektronenmikroskop will er reale Fotos des Alltagslebens in der Zelle schießen. Wird man all die einzelnen Zellorgane bei ihrer Arbeit direkt beobachten können? Schon die ersten Schnappschüsse faszinieren die Wissenschaftler. Der Zellspezialist Bob Weinberg hätte nie gedacht, dass man solche Details tatsächlich sehen kann. Bei 250.000-facher Vergrößerung sind feinste Strukturen zu erkennen. Noch aussagekräftiger werden die Bilder, nachdem sie eingefärbt sind. Das sogenannte endoplasmatische Retikulum oder ER stellt das weit verzweigte Transportsystem der Zelle dar. An seinen Wänden hängen die Fabriken der Zelle, die Ribosomen, hier blau. Dieses Transportsystem füllt die ganze Zelle aus. Es umgibt den Zellkern, der vollgepackt ist mit genetischer Information, der hier gelb gefärbten DNA. Das Rathaus der Zelle, der Kern. Er ist das größte Organ der Zelle und jede Zelle hat einen. In seinem Inneren liegt jeweils eine exakte Kopie von dem, was uns zum Menschen macht, unserem Erbgut. Endlose Regale voller Information, geschrieben in einer biologischen Sprache. Thank you.
Das Rathaus der Stadt Stockholm sieht etwas anders aus als sein zelluläres Pendant, aber es hat eine ganz ähnliche Funktion. Wände, überall ganz dicke Mauern. Der Zellkern ist wichtig, darum muss er geschützt werden. Und das gleiche gilt für das Rathaus. Darum haben sie hier die dicken Mauern gebaut. Hier im Rathaus, da oben, da werden alle wichtigen Entscheidungen für die Stadt gefällt. So wie es der Kern in unserer Zelle tut. Okay. Jeder einzelne Zellkern unseres Körpers enthält 2 Meter unglaublich dünner Stränge genetischen Materials. Die Stränge sämtlicher Zellen des menschlichen Körpers aneinander gebunden, würden 70 Mal von der Erde zur Sonne und zurückreichen. Jede einzelne Zelle des Körpers verfügt über einen kompletten Satz unseres Erbguts. Die Informationsmenge entspricht einer Bibliothek mit etwa 2000 Büchern und insgesamt 1 Million Seiten, die jeweils eine Anweisung enthalten. Von diesen etwa 1 Million Anweisungen werden nur etwa 25.000 tatsächlich genutzt. Das reicht völlig, um alle Merkmale des Körpers zu bestimmen und seine Funktionen zu steuern. Die Farbe unserer Augen oder Haare, der Aufbau unseres Gehirns oder die Funktion unserer Nieren, einfach alles. Ja, du vet, här så finns det många miljoner böcker här. Rebecca ist skeptisch. So viele Bücher soll sie in sich haben. Aber sie kann sich trösten. Auch die Großen haben Probleme, sich das vorzustellen. Das Leben in einer Stadt funktioniert nur mit einer ausgeklügelten Infrastruktur. Und das Gleiche gilt für die Zelle. Was in der Stadt die Straßen sind, ist in der Zelle das Zytoskelett. Ein geheimnisvolles Netzwerk, das je nach Bedarf überall neue Wege, Tunnel oder Brücken anlegt. Entlang dieses zellulären Straßennetzes trägt ein kontinuierlicher Strom von Transportarbeitern Container mit Fracht jeglicher Art dorthin, wo sie gebraucht werden. Diese Motorproteine bewegen sich ganz ähnlich, wie wir es tun. Sie haben trotz ihrer winzigen Größe tatsächlich so etwas wie Beine und Füße. Und wie in einer Stadt muss auch in der Zelle Energie bereitgestellt werden. Die Lösung, die die Zelle gefunden hat, es gibt eine Art mobiler Restaurants, die ständig kleine Mahlzeiten verteilen, die Mitochondrien, wahre Wunderwerke der Zelle. Diese Großküche für zelluläre Mahlzeiten wird angetrieben von Zuckermolekülen, die mit dem Blutstrom ständig herangeschafft werden. Dieser Brennstoff treibt auf höchst trickreiche Weise eine Art Turbine an, wodurch letztlich für die Zelle verwertbare Energie erzeugt wird. Innerhalb des Mitochondriums werden ständig kleine Energiepakete hergestellt. Kleine Fertigmahlzeiten, die in regelrechten Wolken in die Zelle abgegeben werden. Dort stehen sie bis in den letzten Winkel zur Energieversorgung zur Verfügung. Die Wissenschaftler vom Karolinska-Institut wissen, wie die Mitochondrien im Prinzip funktionieren. Lennart Nilssons Bilder verdeutlichen nun höchst plastisch ihren genauen Aufbau. An den vielfach gewundenen Membranen in ihrem Innern finden die chemischen Reaktionen zur Energiegewinnung statt. Eine höchst effiziente Raumausnutzung. Man glaubt heute, dass die Mitochondrien einst aus Bakterien hervorgegangen sind, die in die Zellen eingedrungen waren. Eine für beide Seiten fruchtbare Symbiose war die Folge.
Jede Stadt muss irgendwie ihren Müll entsorgen. Wir mussten erst lernen, davon möglichst viel wiederzuverwerten, um die Ressourcen zu schonen. In der Zelle wurde dieses Problem schon vor Jahrmilliarden gelöst. Hier wird nichts verschwendet. Angenommen, einer der unermüdlichen Lastenträger der Zelle, ein Motorprotein, funktioniert nicht mehr richtig. So etwas kann sich die Zelle nicht erlauben. Das defekte Protein wird sofort aussortiert und zur Recyclingstation der Zelle transportiert, einem kleinen Zellorgan, das die Wissenschaftler Proteasom nennen. Dort wird das Protein in seine kleinsten Bestandteile zerlegt, die Aminosäuren. Die werden unverzüglich zu den Zellfabriken, den Ribosomen, geschafft, wo neue Proteine daraus entstehen. So komplex das Leben in der Stadt ist, im Normalfall läuft alles wie geschmiert. Kleinere Pannen werden schnell behoben, normalerweise fallen sie nicht weiter auf. Größere Störungen allerdings können gravierende Folgen haben. Und genauso ist es auch in der Zelle. Feindliche Eindringlinge können das komplexe Räderwerk zum Stillstand bringen. Mikroben sind eine tödliche Bedrohung für jede Zelle. Grund genug für Lennart Nilsson, sich an ihre Fersen zu heften. Viren sind Terroristen. Sie dringen in die Zelle ein und beherrschen sie. Sie zwingen sie, Hunderttausende, Millionen Kopien von sich herzustellen. Und die Zelle muss gehorchen. Im Jahr 2007 rief ein besonderer Virus in Erinnerung, wie anfällig wir gegenüber den Mikroben sind. Zugvögel aus Asien brachten den Vogelgrippe-Virus nach Europa. Hunderte Vögel verendeten. Die Angst war groß, dass sich auch Menschen anstecken könnten. In Asien war das passiert. Drohte eine tödliche Pandemie? Der Vogelgrippevirus ist noch gefährlicher als der Schweinegrippevirus, der im Jahr 2009 erneut die Alarmglocken schrillen ließ. Normale Grippeviren vermehren sich nur in den Lungen. Der Vogelgrippevirus kann den ganzen Körper befallen und eine viel schwerere Krankheit auslösen. Wir befürchten daher, dass ein solcher Virus die nächste große Pandemie auslösen könnte. Glücklicherweise zeigte sich, dass die Vogelgrippe bei Menschen zwar schwere Erkrankungen hervorrufen kann, die Ansteckungsgefahr aber gering ist. Das könnte sich aber irgendwann ändern. Mikrobiologin Mia Britting will mit Lennart Nilssons Hilfe genauer dokumentieren, wie Vogelgrippeviren in die Zelle eindringen und dort ihr zerstörerisches Werk verrichten. Beginnen wollen sie dabei zunächst mit einem weniger gefährlichen Virus, um die Methoden zu testen. Wir probieren es zunächst mal mit dem Herpesvirus, weil er sich ganz ähnlich wie der Vogelgrippevirus vermehrt, aber weniger gefährlich ist. Kultivierte menschliche Zellen werden mit Herpesviren infiziert. Die Infektion wird zu verschiedenen Zeitpunkten unterbrochen. Die Wissenschaftler hoffen, so die Viren in verschiedenen Stadien ihres Angriffs ertappen zu können. Beim Eindringen in die Zelle, während sie sich in ihr vermehren und wenn sie millionenfach die Zelle wieder verlassen. Herpesviren sind recht eigenartige Erreger. Sie verursachen nicht unbedingt direkt nach einer Infektion eine Krankheit, sondern können sich lange unbemerkt einnisten, ehe sie Symptome auslösen.
Werden die Viren zum Beispiel bei einem Kuss übertragen, suchen sie zielstrebig die Nervenendigungen im Mund, dringen dort ein und machen sich auf die Reise innerhalb der manchmal meterlangen Nervenfasern. Nach Tagen oder sogar Wochen erst erreichen sie das Zentrum der Nervenzelle im Rückenmark oder im Gehirn. Dort entleeren sie ihr Erbgut direkt in den Zellkern, wo es jahrelang ruhen kann. Wenn die Zeit gekommen ist, nehmen die Viren den gleichen Weg zurück und die Wunden erscheinen genau dort, wo man sich infiziert hat. Hier drin haben wir jetzt die infizierten Zellen. Jetzt versuchen wir darin, die Viren zu entdecken. In 3D, ein völlig neues Verfahren. Lennart Nilsson bereitet sein Elektronenmikroskop für die Suche vor. Sorgfalt ist vor allem gefragt beim Aufbringen der Zellen auf die kupfernen Probenhalter. Dann ist es soweit. Schon auf den ersten Bildern sind die Viren zu sehen. Auch für die Wissenschaftler ist das kein alltäglicher Anblick. Mia Britting will auch ohne aufwendige Nachbearbeitung sofort ein paar Fotos der Mikroben mitnehmen. Viren sind mit einer Art Noppen besetzt, die wie Schlüssel wirken. Passt dieser Schlüssel genau in das Schloss der Zellmembran, öffnet sich die Tür. Der Virus schlüpft hindurch und das Schicksal der Zelle ist besiegelt. Es ist wie ein Handschlag. Der Virus klopft an, streckt die Hand aus, sagt, hallo, ich möchte gern rein. Und wenn der Handschlag der Zelle bekannt vorkommt, dann lässt sie den Virus ein. Lennart Nilsson liefert den Wissenschaftlern Bilder aus verschiedenen Stadien der Herpesinfektion. Bilder, die sie sich zwar so vorgestellt, aber noch nie gesehen haben. Neu gebildete Viren, die von unten gegen die Zellmembran drücken, kurz bevor sie aus der Zelle ausbrechen. Und 20 Minuten später, die völlig verwüstete Oberfläche einer sterbenden Zelle. Voller Krater, die tausende Viren beim Verlassen der Zelle gerissen haben. Ausgebrochen, um andere Zellen zu befallen. Als die Wissenschaftler schon denken, sie hätten das Wichtigste gesehen, findet Lennart Nilsson auf seinen Bildern etwas, das auch die Mikrobiologen nicht erwartet hätten. Schau! Das ist ja einfach unglaublich. Hier kommt der Herpesvirus direkt aus dem Zellkern heraus. Wie eine Knospe wächst er heraus. Theoretisch wissen es die Forscher schon lange. Herpesviren verstecken ihr Erbgut im Zellkern der befallenen Zelle. Dort wird es kopiert. Und irgendwann kommt es wieder heraus und bekommt eine Hülle. Mia Britting ist begeistert, dass sie diesen Vorgang jetzt mit eigenen Augen beobachten kann. Ich muss euch erklären, warum ich so aufgeregt bin. Hier sehen wir, wie der Virus aus dem Kern der Zelle herauskommt. Hier hüllt er sich in ein Stück der Zellkernmembran. Das ist einfach unglaublich, das sehen zu können. Einzigartige Bilder. Virus-DNA kleidet sich in ein Stück der Kernmembran. Blau eingefärbt ist es deutlich zu erkennen. Viren nutzen Teile der Zelle, die sie befallen haben, um sich selbst zu kopieren und neu zu erschaffen. Eine hinterlistige Strategie. Auch Wissenschaftler sind immer wieder verblüfft über diese Taktik.
Viren sind die kleinsten und eine der wohl erstaunlichsten Lebensformen auf unserem Planeten. Streng genommen sind sie nicht einmal lebendig. Kein eigener Stoffwechsel, keine Fortbewegung. Nichts als eine dünne Hülle um ein paar Stränge genetischer Information. Wie sie wissen, was sie tun müssen und wie sie das so erfolgreich schaffen, ist eines der großen Geheimnisse der Biologie. Am Karolinska-Institut wird es nun ernst. Nach den Herpesviren wollen die Forscher um Lennart Nilsson nun Vogelgrippeviren beim Eindringen in die Zelle fotografieren. In einem Labor der höchsten Sicherheitsstufe zwängen sich die Mitarbeiter in ihre Schutzanzüge. Wegen der Gefährlichkeit des Virus darf es absolut keinen Kontakt zur Umgebungsluft geben. Lebende H5N1-Viren werden in einer Nährlösung gehalten. Sie stammen von wilden Vögeln, die 2007 auf Gotland verendet waren. Die Viren werden zunächst mit Chemikalien behandelt, die sie unschädlich machen. Nur so lassen sich die weiteren Experimente in einer weniger geschützten Umgebung durchführen. Wir haben kultivierte menschliche Lungenzellen genommen. Und die haben wir mit den Vogelgrippeviren infiziert. Wir hoffen, dass wir durch die Fotos besser verstehen, wie der Vogelgrippevirus die Zellen infiziert. Denn je mehr wir über den Handschlag zwischen Zelle und Virus wissen, umso besser können wir Methoden entwickeln, um Infektionen zu verhindern und zu stoppen. Die meisten Eindringlinge in unseren Körper werden von den Abwehrzellen unseres Immunsystems zuverlässig bekämpft. Einige allerdings, wie die Vogelgrippeviren, schleichen sich unerkannt vorbei. Ein Grund dafür, dass sie so gefährlich sind. Innerhalb der Zelle läuft derweil alles normal. Der Eindringling, der gerade hereingeschlüpft ist, wird von niemandem bemerkt. Der Virus gibt seinen Inhalt frei. Stränge genetischen Materials. Nebenan laufen die Zellfabriken unter Höchstlast. Sie produzieren nach den Bauplänen, die sie aus dem Zellkern erhalten. Jetzt aber lesen die Maschinisten plötzlich die Blaupausen des Virenerbguts und merken nicht mal, was sie da konstruieren. Kopien des feindlichen Eindringlings werden zusammengebaut und zur Auslieferung vorbereitet. Die Lastenträger führen die Transportaufträge aus, ohne die Bedrohung zu bemerken. Keiner der Zellbewohner hat bis hierhin auch nur die geringste Ahnung, dass der winzige Eindringling längst die gesamte Industrie und das Transportsystem der Zelle übernommen hat. Die Zelle ist zu einer einzigen großen Vogelgrippe-Virenfabrik geworden. Tausende neuer Viren haben zu diesem Zeitpunkt die Zelle schon wieder in tödlicher Mission verlassen, auf dem Weg, weitere Zellen zu befallen. Die befallene Zelle hungert, hat keinerlei Baumaterial mehr, weil alles gebraucht wird, um Viren zu produzieren. Den Viren ist das völlig egal. Die wollen sich einfach nur vermehren. Lennart Nilsson beginnt mit den Vorbereitungen für das Viren-Fotoshooting an seinem eigenen Elektronenmikroskop. Die infizierten Lungenzellen wurden tiefgefroren und chemisch aufgebrochen. Jetzt müssen sie sorgfältig auf die kupfernen Träger aufgebracht werden.
Wie bei den Herpesviren wurde auch hier die Infektion zu verschiedenen Zeiten gestoppt, um genau verfolgen zu können, wie sie abläuft. Lennart Nilsson beginnt mit einer Probe, bei der die Infektion nach 2 Tagen gestoppt wurde. Schau dir das an. Alles voller Viren. Ein regelrechter Virenwald. Milliarden von Viren. Jetzt bin ich ungefähr bei einer Vergrößerung von 1 Million. Ich habe sofort die Wissenschaftler unserer Seuchenschutzbehörde angerufen. Und wir haben uns die Bilder zusammen angeschaut. Als wir den Zeitpunkt untersuchten, wo die Vogelgrippeviren in die Zelle eingedrungen waren, konnten wir plötzlich eigentümliche lange weiße Strukturen auf der Zelloberfläche sehen. Sieht aus, als ob die da rauskommen. Sehr merkwürdig. Konnten das vielleicht Bakterien sein? Wenn man genauer hinschaut, sieht das aus wie ein mit Tennisbällen gefüllter Strumpf. Die würstchenförmigen Strukturen verwirren die Wissenschaftler. Sie haben exakt den gleichen Durchmesser wie die normalerweise kugelförmigen Viren, sind aber sehr viel länger. Aber sind das wirklich Viren? Auf der anderen Seite, was sollte es sonst sein? Nilssons Bilder geben Diskussionsstoff, können sie doch zu völlig neuen Erkenntnissen führen. Lennart Nilssons Bilder mit ihrer hohen Auflösung und Vergrößerung können uns wichtige Puzzlesteinchen für die Entwicklung von Impfstoffen oder Medikamenten liefern. Tatsächlich zu sehen, wie ein Virus im Detail agiert in der Zelle, wie er eindringt, sich vermehrt und die Zelle verlässt, das bedeutet uns eine Menge. Vor allem auch, weil Molekularbiologie sonst in gewissem Sinn furchtbar langweilig ist, da man nie wirklich sieht, womit man zu tun hat. Ich bin dann noch näher rangegangen und da sah ich, dass die Würste nichts anderes waren als riesige Mengen Viren, die eng beieinander lagen. Auf diese Weise formten sie die weißen Strukturen. Ich muss sagen, ich war richtig stolz auf diese Bilder, weil das für die Wissenschaftler völlig neu war. Lennart Nilsson macht sich nun an die Vorbereitungen für die Untersuchung der Proben, die 24 Stunden nach der Vogelgrippeinfektion eingefroren worden waren. Gegenüber der ersten Probe also ein viel früheres Stadium. Da muss ich schon ein bisschen mehr suchen. Aber hier, da ist was, eine sterbende Zelle. Und wenn ich näher rangehe, kann man auf ihrer Oberfläche die Viren sehen, die sie vor 24 Stunden befallen haben. Die Zelle ist regelrecht aufgeplatzt. Der Inhalt quillt überall heraus. Eine von Viren befallene Zelle kann regelrecht Selbstmord begehen. Von der Oberfläche der Zellen entweichen ganze Wolken von Viren in das umgebende Gewebe. Innerhalb der Zellen ist nichts mehr, wie es war. Alle Materialien und Energievorräte sind verbraucht.
Die Fabriken arbeiten nicht mehr. Die Lastenträger stolpern ohne Fracht über die früher belebten Zellautobahnen. Die Zelle steht vor ihrem Ende. Jetzt erst merkt sie, dass sie eine Gefahr ist für den Körper und beginnt, sich selbst zu zerstören. Alles wird dabei in seine kleinsten Bestandteile zerlegt. Die Transporteure, die DNA, die Membranen, alles wird zu Rohmaterial, das ins umliegende Gewebe entweicht, um dort in noch gesunden Zellen verwendet zu werden, die vielleicht der Infektion widerstehen können. Auch diesen Vorgang hat Lennart Nilsson im Foto festgehalten. Ein fantastisches Bild. Es zeigt, wie dramatisch so eine Virusinfektion tatsächlich ist. Die Zelle explodiert regelrecht. Und plötzlich entdecken die Wissenschaftler quasi nebenbei noch etwas anderes auf dem Foto. Endlich wird klar, was es mit den unterschiedlichen Strukturen, die sie zuvor bemerkt hatten, auf sich hat. Der Virus tritt, je nach Stadium, in zwei verschiedenen Formen auf. Rund oder länglich. Schau, die hier kommen gerade raus. Die anderen waren schon da. Ah, die länglichen sind die, die die Zelle infizieren. Und die runden die, die gerade neu gebaut wurden. Das ist's. Tolle Wissenschaft. Erst durch dieses Foto kommen wir drauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen den infizierenden Viren und den neu hergestellten. Eine brillante Methode. Hättest du vorher gedacht, dass das dabei rauskommt? Nein, überhaupt nicht. Also ein Zufallsbefund. Toll, das müssen wir aber wirklich publizieren. Nach 2 Jahren ist Lennart Nilssons vielleicht letztes großes Projekt abgeschlossen. Er hat nicht nur fantastische Bilder aus dem Inneren der Zelle geschossen, sie könnten die Wissenschaft sogar ein Stück weiterbringen im Kampf gegen Viren. Es war eine tolle Erfahrung mit großem wissenschaftlichem Wert. Klar, wie immer in der Wissenschaft haben wir mehr Fragen als Antworten gefunden. Aber die Arbeit im Team war einfach fantastisch. Ich bin stolz und glücklich. Jahre habe ich auf diese Bilder gewartet, jetzt haben wir sie.